Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schokibanoki Daily, deine tägliche Dosis Angeberwissen. Das da neben mir ist Sascha und ich bin der Marc. Ja, wir haben heute zwei Geburtstagskinder direkt. Und zwar das erste Geburtstagskind ist meine Mama. Heute ist der 3. September Ach, übrigens. Guck mal. Jawohl, meine Mama hat heute Geburtstag. Mama, ja. Wenn du mich jetzt sehen kannst, hallo, ich bin im Fernsehen. Alles Gute für dich. Was ein Typ, ne, Mama? Yeah. Hast du gut gemacht. Hast du hingekriegt, hast auf du jeden gut Fall. Hingekriegt, jawohl. Gut, weiß ich nicht, aber hast du hingekriegt. Ja. Ja. Ja, und das zweite Geburtstagskind ist Jerome Boateng. Deine Mama und Jerome Boateng, das wusste ich gleich, wie ich dich gesehen habe, wusste ich genau, da ist sie irgendwas. Ja, der wurde geboren am 3. September 1988, ist nicht ganz so alt wie meine Mama, ja. Aber er spielt wesentlich besser Fußball als sie, denke ich mal, habe ich von gehört. Deine Mama soll ja ein Knaller sein. Ja, genau. Der ist seit 2009 für Bayern München unterwegs, ne? Nee, Quatsch, seit 2009 für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Der ist doch für Bayern München länger schon. Und, genau, seit 2011 für Bayern München. Ach so, 2011. Ja, ah, okay. Doch, ja, genau. So spät. Ah, ich dachte, genau. Ich dachte früher, okay. Ja. In West-Berlin geboren wird dieses Jahr 29, der gute Knabe. Ja. Wir gratulieren ganz, ganz herzlich. Ja? Du bist einer der Besten. Ja. Am 3. September 1999 ist die erste Sendung von Wer wird Millionär auf Sendung gegangen. Günther Jauch. Der Günther. Ja, hat hier 1 Million Folgen mittlerweile gesendet. Ja, also ich glaube. Der ist ganz schön umtriebig. Also 1000 sind es noch nicht, glaube ich, aber es sind so 600, 700 müsste es schon sein, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Günther Jauch, Wer wird Millionär. Das war 1999, gerade schon lange, ne? Also sehr Ewigkeiten ist das ja gelaufen. Und geht dir das auch so, wenn man so vom Fernseher sitzt und denkt, mein Gott, das ist doch so einfach, ne? Die ganzen Fragen da und so, ne? Nee. Aber dann glaube ich, ja, je höher es geht natürlich, desto schwieriger werden die, aber bei diesen einfachen Fragen denkt man immer, ha, aber ich glaube, es ist wirklich so, wenn du im Studio bist, die Scheinwerfer strahlen dich an und so, dann ist es schon ein bisschen anders. Ja, ja, es ist total anders, das glaube ich auch. Also ich finde es nicht so einfach, ich weiß jetzt grundsätzlich nichts, von daher finde ich es grundsätzlich nicht einfach. Das wissen wir, deswegen sitze ich ja hier. Ja, genau, um das ein bisschen auszugleichen. Am genau. 3. September war noch etwas. Ja, und apropos auszugleichen. Am 3. September 1970 hat die Heide Rosendahl bei der Universale in Turin einen neuen Weltrekord im Weitsprung aufgestellt. Sie verbesserte den seit 2 Jahren bestehenden Rekord um 2 Zentimeter auf 6,84 Meter. 6,84 Meter ist sie gesprungen. Ja. Und wie weit springst du so? Weiß ich nicht, 30 Zentimeter oder so. Keine Ahnung. Also im Sport war ich nie gut. Also ich habe Bundesjugendspiele. Oh, ganz schlechtes Thema. Echt? Ja, ja. Hast du nicht mal Siegerehrung? Ich hatte immer so eine Teilnehmerurkunde. wenn ich mal da war, ich habe also meistens geschwänzt. Ja. Ich habe auch immer geschwänzt. Also ich habe immer, ich habe es gemacht. Ja. Ich habe diese, pass auf, jetzt erzähl ich dir mal was. Ne? Also ich habe immer gemacht diese Olympiade, Bundesjugendspiele gemacht. Und dann habe ich gedacht, naja, gehst du nach Hause. Dann war aber das Problem, dass die Ehrenurkunden wurden ausgerufen. Also es gab ja Siegerurkunden, Teilnehmer, das war dann da das Gesocks, Siegerurkunden und es gab die Ehrenurkunden. Und die Ehrenurkunden wurden ausgerufen. Ah. Und ich war schon zu Hause und bin als Ehrenurkunde ausgerufen worden und war aber nicht da. Scheiße! Blöd gelaufen, ne? Ja, schade. Aber hast dann dazugelernt und beim nächsten Mal bist du halt immer so absichtlich unter dem Punkteniveau geblieben, ne? Um nicht ausgerufen zu werden, oder? Nee, danach, das war, glaube ich, die letzte Bundesjugendspiele, die ich mitgemacht hatte. Dann okay. Ja, ja. Das war dann in der 9. oder sowas. Hm. Weiß ich nicht so genau. Ja. Sportliche Karriere dann zu Ende gewesen wegen Undiszipliniertheit. Kann man nichts machen, ne? So kann man nichts werden. Da kann man Da muss man halt zu Shoki Banoki gehen. Da muss man zu Shoki Banoki gehen, ne? Ja, jetzt bist du ja auch da, ne? Schade. Ja. Das will man machen. Ja. Ich sag Cheerio, bis Sophie, bis morgen. Da ist der Marc dann nicht da, aber der wird bald wieder da sein. Keine Angst, der ist bald wieder da. Tschüssikowski, ich komm zurück. Ich brauch das Geld.